Nervt es mich eigentlich, dass hier das immer halb offen ist, fragt ihr euch. Ja, es nervt mich. Kann ich es ändern? Nein. Hallo liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einem neuen Gefühle zur Lektüre Video oder auch Du bist, was du liest Video. Ich habe wieder einige Bücher gelesen. Normalerweise zeige ich euch immer nur 4. Aber diesmal sind es 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch die, die ich als nächstes lese. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Buch Eine Liebe in Neapel von Hedy Goodrich habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen. Das ist dann daraus entstanden, dass ich, glaube ich, so viele Bücher gelesen habe, die keine Romane waren, sondern eher so Sachbücher, sage ich jetzt mal, oder Self-Help-Bücher. Und ich wollte mal wieder eine Geschichte lesen und zwar was ganz seichtes. Ich bin gerade mit der Bachelorarbeit fertig geworden da und hatte einfach nur Lust, eine Sommerlektüre zu haben, die wirklich einfach nur seicht war. Und dann habe ich diese hier gesehen, wo es um Liebe ging und Italien, und das war genau das, was ich brauchte. Mein Freund und ich wollten eigentlich nach Italien dieses Jahr. Es ist jetzt, zumindest für mich, ins Wasser gefallen und trotzdem hatte ich Lust, über irgendwie eine kleine Liebesbeziehung dazu lesen. Hier ging es um eine Amerikanerin, die in Neapel studiert und halt ihren Typen da, also sie wohnt in der WG und sie lernt da einen Typen kennen und die sind unfassbar leidenschaftlich und verliebt und wollen ihr Leben miteinander verbringen. Aber sie hat auch große Probleme mit seiner Mutter mehr oder weniger, seiner Familie, und dass er letztendlich zurück aufs Land möchte, aber sie nicht, sie will so unabhängig sein. Und außerdem liebt sie Neapel, aber Neapel ist voll. Da ist viel Kriminalität und es fällt so halb ein, viel Armut auch. Naja, auf jeden Fall, ich weiß es nicht, es ist so, es hatte keine so richtige Storyline. Es ist tatsächlich eine richtige Geschichte, aber das hat man auch gemerkt, es hat dann auf einmal geändert, so wie das halt im richtigen Leben auch ist. Und dann gab es immer zwischendurch Briefe und es hat dann halt mit dem Brief geendet, dass sie dem Typen halt gesagt hatte, der ihre Leidenschaft da war, ich schreibe jetzt ein Buch über unsere Geschichte. So, jetzt habe ich was gespoilert, aber nicht so richtig. Und ich habe natürlich bis zum Ende gehofft, dass die heiraten, weil ich romantic like that bin. Müsst ihr euch überraschen lassen, falls ihr das lesen wollt. Es spielt auf jeden Fall in den 90er Jahren, also die haben noch keine Handys und so. Und man denkt sich schon immer, auch vieles hätte da einfach gelöst werden können, hätten die Handys gehabt. Aber naja, für eine seichte Sommerlektüre fand ich es gut, aber es ist jetzt kein Buch, was ich so übelst empfehlen würde. Das hingegen ist ein Buch, was ich jedem ans Herz legen würde. Das habe ich so gefeiert und so schnell gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Fast hätte ich gerne über jede einzelne der Frauen, hier waren 3 Frauenprotagonistinnen, ein eigenes Buch gehabt. Es waren sozusagen 3 verschiedene Geschichten, immer abwechselnd erzählt von diesen 3 Frauen. Und es ging sehr viel um Liebe, Sex und Sexualität, aber auch ja, Verrat, könnte man sagen. Besonders hat mich, hieß sie Maggie, Maggies Geschichte berührt. Und das ist auch, glaube ich, die, die so am nächsten an allen LeserInnen dran war, weil man das auch in den Medien mitverfolgen konnte. Maggie ist die Einzige, die hier mit ihrem Klarnamen auftritt. Das sind alles echte Stories und die Autorin hat diese Frauen über 8 Jahre, glaube ich, begleitet, Interviews geführt, ist in dieselben Städte gezogen und so weiter und so fort. Hat dann dieses Buch, was unglaublich detailnah und aber auch virtuos irgendwie geschrieben ist, ja, auf deren Geschichten aufgebaut. Und nur um ein Beispiel zu nennen, bei Maggie geht es eben um eine Beziehung mit ihrem Highschool-Lehrer. Und sie zeigt ihn schließlich an. Er gibt nichts zu. Und darum geht es so ein bisschen, aber es geht im Prinzip viel mehr um ihre Leidenschaft und ihre Gefühle und auch um seine, wie eng verwoben das alles ist. Und allgemein auch bei den anderen Frauen. Es geht so ums Verlangen, um eine gewisse Obsession, um Fetische. Aber es wird so versucht, das alles zu normalisieren und zu zeigen, das passiert und das ist gut, das darf passieren.
Und das ist was Echtes und was Pures. Also dieses Buch hat mich wirklich sehr, sehr berührt und überzeugt. Und ich finde, das sollte irgendwie gefühlt sollten das Schulklassen lesen, weil das einfach so diese Idee von Sexualität und die verschiedenen Formen, die es da gibt, auch von Wollen und Leidenschaft, gerade auch von Frauen, aber auch von Männern, es enttabuisiert die auf eine Weise und vermenschlicht sie und zeigt, dass alles möglich ist und möglich sein darf. Also ganz tolles Buch. Ich glaube, von meinem Stapel eins der zwei besten. Ich habe wirklich viele gute Bücher dabei diesmal. Aber das ist auf jeden Fall, ja, würde ich 5 von 5 Punkten geben, wenn ich dem jetzt Punkte geben müsste. Danach, ja, ihr habt gesehen, hatte Lust auf so Romane im Sommer. Und hier wieder wollte ich wieder was ganz Leichtes. Und da hat mich natürlich als erstes das Cover angesprochen, was irgendwie wunderschön ist. Ich glaube, das ist das schönste Cover so aus meinem Bücherregal. Ich liebe das ja immer. Aber auf das Cover kommt es ja eigentlich nicht an. Es kommt auf den Inhalt an. Und hier geht es um ein Mädchen, was sozusagen aus der Psychiatrie, aus einer Klinik abgehauen ist und bei einer Frau mit einem Hof strandet. Die Frau hat da Hühner, sie hat Wein oder halt Trauben angebaut. Sie hat Gemüse und so weiter und so fort. Und sie lebt ganz einfach. Und das Mädchen lebt dann bei ihr und die beiden lernen sich kennen. Es ist aber auch ein Buch, was viel mit Stille, habe ich das Gefühl, arbeitet, weil erst herrscht auch irgendwie eine gewisse Stille und eine gewisse Distanz zwischen den beiden, bis die sich immer weiter annähern und ihre Geschichten voneinander ausbreiten und auch miteinander irgendwie aufwärmen. Es ist tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen und zu lesen. Und man konnte sich in beide irgendwie auch reinversetzen. Und es hatte auch dann auch eine spannende Wendung, einen spannenden Plot-Twist. Fand ich sehr, sehr gut das Buch und habe tatsächlich auch noch andere Bücher von ihm, die ich jetzt auf der Wunschliste habe. Das ist tatsächlich ein Lehrer. Das fand ich auch sehr spannend. Und ja, kann ich auch sehr ans Herz legen. Würde ich so 4 von 5 Sternen geben. Ich sitze hier übrigens so sommerlich da, weil es zwar Herbst ist, aber immer noch 21 Grad und mir ist heute irgendwie heiß. Deswegen, ich wollte erst so cool Top und dann so Sweater überziehen, aber es ist doch zu warm. Das nächste Buch, liebe Freunde, ist Unfollow von Nena Schink. Und ich bin mit diesem Buch auf Kriegsfuß. Also auf der einen Seite, danke übrigens an Katrin, die mir das zugeschickt hat. Vielen, vielen Dank. Auf der einen Seite hat es mir viele Denkanstöße gegeben. Ich habe mir viel unterstrichen, auch für ja, unseren Social-Media-Führerschein. Auf der anderen Seite wurde sie, diese Nena Schink, mir fast, so sieht sie by the way aus, wurde sie mir fast mit jeder Seite unsympathischer, weil ich. Es war einfach nur ein Rumgeheule und ein Beschwere über InfluencerInnen und über den Job, den die machen. Und gleichzeitig ein überhebliches Darstellen ihres Jobs, nämlich dessen Journalistin zu sein und ausgebildete Journalistin zu sein. Hier in Deutschland darf sich jeder Journalistin, auch nicht ausgebildete, also ich dürfte jetzt sagen, ich bin Journalistin. Und angesichts dessen, was ich so mache mit Tieren und so, würde ich mich teilweise auch so nennen. Mache ich jetzt nicht so viel, aber könnte man schon sagen. Aber sie bildet sich so krass was darauf ein, dass sie das halt studiert hat und weiß ich was. Sie hat dann selber mal das Influencer-Dasein ausprobiert und hat das dann für ganz schäbig empfunden und dass man ja so viel Zeit auf den sozialen Netzwerken verbringt und dass das ja alles wirklich ganz schlimm, 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 schlimm ist. Und sie hat wirklich nur das Augenmerk darauf gelegt, wie schlimm Instagram ist. Und ich bin ja immer der Meinung, ja, es gibt viele Seiten an Instagram, die nicht gut sind und es raubt einem teilweise die Zeit, aber nur, wenn man es eben mit diesen Inhalten verbringt. Und man muss einfach für sich als Nutzer in dieser sozialen Netzwerke rausfinden, was tut mir gut und was ist sinnvoll für mein Leben, was ist sinnvoller Content, wie kann es für mich ein sinnvolles Tool sein. Und ich mochte dieses Verteufeln davon überhaupt nicht und ich mochte ihre Art nicht und sie wurde mir unsympathisch. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, das zu lesen. Ich fand es einfach mega einseitig. Es hat mir einfach irgendwie gezeigt, dass ich auf Seite Social Media bin und nicht auf Seite wir hassen
Social Media und InfluencerInnen. Teilweise stimmt es auch, was sie sagt über InfluencerInnen, dass das, wie die sich inszenieren und wie die sich geben und wie die Werbung irgendwie einfließen lassen. Aber es gibt halt auch Leute, die machen das sehr gut und sehr transparent und die zeigen Marken, die wirklich fortschrittlich sind und so. Ich finde das, gerade bin ich auf jeden Fall wieder in der Instagram-Phase, wo ich Instagram extrem sinnvoll und gut finde. Und ich will nur sagen, dass wir mit dem Social-Media-Führerschein im Gegensatz zu diesem Buch nicht versuchen zu sagen, löscht alles, weil das finde ich extrem unrealistisch und ich hoffe und glaube, sie merkt auch, dass das unrealistisch ist, was sie hier erreichen will, gerade für junge Leute. Ich glaube im Gegensatz, diese sozialen Netzwerke werden immer wichtiger und besser werden. Es ist halt einfach wichtig, dass wir darauf aufpassen, wie wir uns darauf bewegen, wem wir folgen, was wir posten und so weiter und so fort. Aber ich finde, sie hätte darüber ein Buch schreiben sollen. Vielleicht mach ich das jetzt einfach, wie man es gut nutzt, anstatt es einfach nur zu verteufeln und zu sagen, was schlecht ist. Das finde ich keine gute Herangehensweise. Also gibt eigentlich keine Empfehlung für dieses Buch, es sei denn, ihr wollt Instagram richtig abhaten. Nächstes Buch. Das war jetzt das letzte, was ich gelesen habe und es liegt mir sehr am Herzen, denn es ist von Benedict Wells, Vom Ende der Einsamkeit. Das ist ein Buch, das wurde sehr viel besprochen und es ist schon lange auf meiner Wunschliste und ich war dann eines Tages im Buchladen, wollte unbedingt was Neues lesen, weil ich von Unfollow so geredert war, wollte wieder einen schönen Roman und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das. Weil tatsächlich diese Themen, die hier behandelt werden, sind ganz große Themen auch von mir, also Verlustangst, Einsamkeit, Familie und Liebe auch. Das sind alles so hier Themen. Und es hat mich ein bisschen an zweierlei Bücher erinnert. Und zwar einmal an den Distelfinken und einmal an A Little Life. Ein wenig Leben, glaube ich, auf Deutsch. Denn es geht um einen Mann, der seine Eltern verliert. Und ich glaube, er wird über 30 Jahre oder so hier beschrieben, also sein Leben über 30 Jahre. Es fängt an, da ist er, glaube ich, 10 oder so, also relativ jung, vielleicht sogar noch jünger. Hat zwei große Geschwister. Und es hört auf, da ist er irgendwie über 40, glaube ich, oder ist 40. Und man begleitet ihn und die Leute in seinem Umfeld auf deren Lebensweg und wie verwoben und achterbahnig dieser Lebensweg auch irgendwie ist. Und es ist einfach, finde ich, extrem realistisch. Und es war so realistisch, dass ich so am Ende auch traurig war, letztendlich, wie es ausgegangen ist. Aber am Ende hat man auch einfach seine Stärke bemerkt, die aus allem Schlimmen, sage ich jetzt mal, was ihm widerfahren ist, auch irgendwie herausgegangen ist. Und das fand ich extrem wertvoll zu lesen. Und es hat mir gezeigt, dass man aus diesen schlimmen Phasen auch extrem etwas schöpfen kann. Ich meine, ich habe es ja teilweise am eigenen Leib bemerkt. Es hat mir unheimlich Mut gemacht und mich aber gleichzeitig auch unheimlich beschäftigt und mit einer gewissen Trauer versehen. Es ist irgendwie auch ein melancholisches Buch und ich glaube aber, dass es vielen Leuten auch Kraft geben kann, gerade wenn man irgendwie mit Verlust und sowas zu kämpfen hat. 5 von 5 auf jeden Fall auch. Ja, und dann kommen wir schon zu den Büchern, die ich als nächstes lese, beziehungsweise gerade schon lese. Das habe ich heute Morgen angefangen. Rolf Dubelli, Die Kunst des guten Lebens. Ich bin ja ein Dubelli-Fan. Hier sind so meine Dubelli-Bücher. Es hat ja angefangen mit Die Kunst des digitalen Lebens und dann Die Kunst des klaren Denkens. Rolf Dubelli ist der so Bücher über das bessere Leben schreibt oder wie man im Leben besser zurechtkommt. Also er war zum Beispiel auch der über News-Verzicht geschrieben hat, was mir ja mega was gegeben hat bis jetzt. Oder über Denkfehler, die man macht. Das ist eben so eine Mischung, schätze ich, aus beiden.
diese beiden Themen passen hier sozusagen auch thematisch mit rein. Heute habe ich 3-4 Geschichten gelesen. Um was ging es bisher? Blackbox-Denken. Die Realität interessiert sich nicht für ihre Gefühle oder warum jeder Absturz ihr Leben besser macht. Ja, also im Prinzip das, was vom Ende der Einsamkeit auch aussagt, hier ganz rational geschildert, aus Fehlern, wie lernt man oder das, was Schlimmes in deinem Leben passiert, wie du da irgendwie was rausziehen kannst. Und hier Inflexibilität als Strategie, also auch ganz konkret Tipps oder wie sagt man dazu? Tools für bessere Produktivität. Also zum Beispiel schreibt er hier, dass man eben nicht immer flexibel sein sollte, sondern dass man sich konkret Struktur schaffen soll, weil man dann mehr schafft. Also sowas. Ich muss sagen, er ist sehr, sehr rational und es gibt auch Sachen, wo ich nicht mit ihm übereinstimme. Er ist zum Beispiel überhaupt kein spiritueller Mensch, bin ich ja schon. Glaub an Karma und sowas. Er tut es dann immer entkräften, so diese Schulen. Ja, aber trotzdem ist es ganz nett, vielleicht gerade auch deswegen mal von jemandem zu lesen, der sehr unnaiv ist und nicht grün hinter den Ohren, sondern rational alles betrachtet und einfach dafür sorgt oder sorgen möchte oder Anhaltspunkte geben möchte, dass man sein Leben richtig in Anführungsstrichen oder so führt, dass man möglichst positiv und mit klaren Gedanken unterwegs ist, wenn man das so sagen kann. Also, ich bin ein großer Fan von ihm. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und dieses Buch habe ich tatsächlich zugeschickt bekommen von einer Agentur, Ehrlich und Anders, die wahrscheinlich betreuen, also HarperCollins. Dieses Buch ist von Carl Tillessen und heißt Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Ich finde das mega interessant. Ich lese euch mal kurz den Text hier hinten drauf vor. Was kommt nach dem Shoppen über die Zukunft unseres Konsums? Die Pandemie hat uns vorübergehend auf einen kalten Konsumentzug gesetzt. Doch sie hat uns nicht geheilt. Wir kaufen einfach immer weiter, auch Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Was treibt uns dazu? Und was verändert sich gerade? Trendforscher Carl Tillessen nimmt uns mit hinter die Kulissen einer globalen Maschinerie, deren Erfolg vor allem auf Manipulation und Ausbeutung basiert. Stück für Stück seziert er die psychologischen Mechanismen, die bei uns immer wieder greifen und schärft dabei unser Bewusstsein. Für unsere eigentlichen Bedürfnisse, aber auch für die Bedingungen, unter denen unsere Smartphones und Sneaker entstehen. Denn der Preis, den die Natur und die Menschen in den Produktionsländern für unseren Hyperkonsum zahlen, ist hoch. Doch nie war die Chance darin, etwas zu ändern, so groß wie heute. Also ein mega aktuelles Buch, merkt man. Es wirkt so, als hätte er das jetzt gerade während der Corona-Zeit, also dieses Jahr, geschrieben. Ich bin mega gespannt. Es hat auch eine richtig gute Größe und Länge. Lese ich wahrscheinlich jetzt sogar nebenbei, also manchmal hier ein paar Kapitel aus Die Kunst des guten Lebens und dann auch das hier. Bin gespannt. Ja Leute, das war's wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Inspiration geben können, falls ihr Bücher für eure Leseliste braucht. Ich habe noch ganz viele Bücher, von denen ich weiß, dass ich sie lesen will. Guckt auch auf meinem Instagram-Highlight vorbei, Leseliste. Das heißt, du liest, was du siehst. Das sind immer Bücher, die ich so sehe im Buchladen und denke, ah, perspektivisch will ich die mal lesen, kaufe ich aber jetzt gerade nicht. Ich habe hier unten ja auch mein kleines Regal mit den Büchern, die noch zu lesen sind. The Secret steht dabei auch ganz weit oben. Das habe ich auch von einer Zuschauerin bekommen. Danke dafür nochmal. Und will das unbedingt lesen, aber irgendwie hatten für mich jetzt gerade andere Vortritt. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.